Bis Ende März soll die Anzahl der Geimpften in Rheinland-Pfalz verdoppelt werden. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Montag im Impfzentrum in Polch mit. Dort stellten Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler den neuen Impfplan des Landes vor. Demnach sollen bis zum Ende des nächsten Monats rund 400.000 Menschen ihre Erstimpfung und etwa 190.000 Menschen ihre Zweitimpfung erhalten. In den rheinland-pfälzischen Apotheken werden zum zweiten Mal in diesem Corona-Lockdown kostenlose FFP2-Masken verteilt. Nachdem die erste Charge bereits im Dezember verteilt wurde und das Tragen von medizinischen Masken im ÖPNV und in Geschäften mittlerweile Pflicht ist, folgt nun also die zweite Charge. Die Apotheken im Land rechnen vor dem Hintergrund der Unsicherheit durch die Virusmutationen mit einem größeren Andrang als noch im Dezember. Aufgrund von Corona ist auch der Rosenmontag in diesem Jahr ausgefallen. Sonst herrscht an diesem Tag ein närrisches Treiben in den Städten der Region. In diesem Jahr sei kaum jemand auf den Straßen gewesen, so die Polizei in Koblenz. Auch seien Verstöße gegen das Abstandsgebot oder die Maskenpflicht nicht aufgefallen. Bei vielen Karnevalsvereinen wurde sich trotz der Pandemie um ein sicheres Alternativprogramm gekümmert. In einem Seniorenheim in Neustadt im Westerwald soll ein Mann eine andere Bewohnerin erstickt haben. Zuerst berichtete die Rheinzeitung von dem Vorfall, der sich kurz vor Weihnachten abgespielt haben soll. Den Angaben zufolge hatte der Mann seine Mitbewohnerin in der Villa Sonnenmond mit einem Kissen erstickt. Die Frau konnte sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht wehren. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.